Ein Kloßteig, heimtückisch gespickt mit einer Rasierklinge. 11 dieser lebensgefährlichen Köder wurden Samstagnacht in diesem Wohngebiet in Elgershausen gefunden. Sonja Volke ist immer noch in Angst um ihre Hunde. Diese Tat ist für sie unbegreiflich. Schockierend. Ich war so geschockt. Ich habe dann richtig angefangen zu zittern, weil das ist mein Hund und der andere ist der Hund meiner Tochter. Und die ist im Urlaub. Und wenn da irgendwas passieren würde, ich glaube, das wäre Wahnsinn. Ich habe dann gedacht, also wenn ich den erwische, dann stecke ich die Köder selber in den Mund. Wirklich, also das ist unverschämt, so mit Tieren umzugehen. Das Recht haben wir nicht. Alleine lässt die Rentnerin ihre Hunde jetzt nicht mehr in den Garten. Regelmäßig kontrolliert sie ihr Grundstück. Den ersten mit Rasierklingen präparierten Köder hat Petra Degenhardt in ihrer Einfahrt gefunden. Gegen 23 Uhr wurde die 39-Jährige durch das Bellen ihrer Hunde aufgeschreckt. Dann habe ich nur gesehen durch die Straßenlaternen, dass zwei Leute nicht gegangen, aber auch nicht gerannt sind. Hätte ich die Kleine rausgelassen, die hätte wahrscheinlich sofort zugebissen. Mit wahrscheinlich schlimmen Folgen. Die mutmaßlichen Täter konnten unerkannt verschwinden. Petra Degenhardt hat sofort gehandelt und die Polizei verständigt. An 11 Stellen, in 11 Vorgärten, haben wir dann eben solche Tierköder mit Rasierklingen präpariert gefunden. Zum Glück hat noch kein Tier in der Nachbarschaft einen der Köder gefressen. Die Folgen wären verheerend, weiß Tierarzt Dr. Fiedler. Wenn er ihn zerkaut, kann man sich vorstellen, ist der gesamte Maulraum, kann zerstört werden, die Zunge kann verletzt werden, die Maulschleimhaut, die Zähne. Wenn er als ganzer Köder geschluckt wird und dann im Magen erst aufgeht, haben wir die Probleme in der Speiseröhre oder im Magen. Also Verletzungen sind massiv und auch mit massiven Blutungen einhergehen. Das heißt, die Hunde werden wahrscheinlich verbluten. All das haben die mutmaßlichen Täter in Kauf genommen. Die Menschen in Elgershausen finden seitdem keine Ruhe mehr. Ich gucke jetzt jeden Tag und dem Kater sage ich, er soll vorsichtig sein. Das ist halt schon hart, dass es überhaupt so Menschen gibt. Was glauben Sie denn, was das für Leute sind, die sowas machen? Ja, ich weiß nicht, ich kann keine Einschätzung geben. Ich weiß nicht, irgendjemand, der nicht ganz richtig im Kopf ist. Schlimm ist das. Und die müssen unbedingt fassen. Bis die Täter gefasst sind, wird in Elgershausen kein Tier mehr ohne Aufsicht aus dem Haus gelassen.